gehst, also spätestens jetzt gehst du in den Stand, gehst in eine leichte Grätsche. Leichte Grätsche ist Füße einfach breiter als die Hüften, aber nicht total weit auseinander. Gibst einatmen die Arme an, drückst die Handinnenflächen zusammen, öffnest, streckst dich ausatmend zu einer Seite, achtest auf die Beine, kommst einatmend zurück in die Mitte, drückst die Handinnenflächen zusammen, öffnest, streckst ausatmend zur anderen Seite. Einige Male, ja. Wenn du hier drückst, ruhig die Schultern sinken lassen, jetzt in dem Ablauf, weil du in der Ausatmung streckst, ja, dass du den Wechsel in der Stellung der Schultern hast. Aus, hier auf Pferd legen und gut Füße im Boden verankern und dann zentrale Stelle locker in den Schultern, in den Ellenbogen. Aus und ein. Aus und ein. Ich hoffe, ihr könnt die Hände sehen. Aus. Ein. Falls jemand von euch eine Socke parat hat oder ein Lineal oder ein Stift oder ein Handtuch, so, ich versuche jetzt gerade was zu finden, was im Raum herumliegen könnte, was man greifen kann. Kannst natürlich auch den Oberteil ausziehen, wenn du zu Hause bist. Ich mache es nicht. Nehmen wir einfach mal Lineal. Dann setzt du mit diesem Material fort und kannst jetzt hier, ich bin nach links gebeugt, den unteren Arm hier ziehen. Wir haben das gestern auch gemacht. Und da das Gefallen gefunden hat, erinnere ich da heute noch mal dran. Es wirkt anders. Merkst du das? Ne? Du ziehst dich anders in die Länge. Es hat einerseits eine stärkere Wirkung. Man braucht aber auch, oder man kann auch mehr Kraft einsetzen. Ne? Wie das so ist. Ne? Mit Kraft und Wirkung. Und dann kommst du wieder hoch, lässt die Arme mal sinken. Und während die Schultern locker nach unten hängen, steigst du auf und fallen. Bleibst gerade stehen. Bringst das Steißbein nach vorne. Spürst nach. Mir ist aufgefallen, wenn ich manchmal, so genau gucke ich mir die Aufzeichnung gar nicht an, ehrlich gesagt, ich gucke oft nach unten, weil da die Kamera steht. Ich kippe auch so ein bisschen vor, das ist falsch. Ne? Daran möchte ich also nicht die ideale Stellung. Eigentlich müsste es so bleiben und nur mit den Augen runter gucken. Ah, der Oberkörper zuckt hinterher. Achtet darauf, wenn ihr das bei mir seht, oh oh. Außer ich sage, dass es Teil irgendeiner Übung ist, ihr korrigiert euch bitte. Ja, nicht, dass ihr das unbewusst übernehmt, weil ich da so hänge. Wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, nur falls euch das mal auffällt. Das soll nicht sein. Dann sinkst du wieder auf die Fußsohlen zurück. Hebst die Arme an, ob du jetzt ein Material einsetzt oder nicht. Wie du möchtest, wie weißt. Jetzt ziehst du dich wieder zu einer Seite. Wir lassen das Material weg, damit du nicht zu sehr runterziehst. Ziehst du zu einer Seite und hier drehst du den Brustkorb nach oben. Ja, also bist erst in der Seitbeuge und jetzt hebst du sozusagen dein Herz zur Sonne. Ein bisschen poetischer Ausdruck, ne? Hier die Wand darf weg, das ist eine leichte Rückbeuge. Steißbein schiebe ich etwas nach vorne, damit der untere Rücken geschützt ist. Dann komme ich hier in der Linie wieder hoch, dass ich zurück bin in der Seitbeuge, drehe mich auch in die Seitbeuge und komme wieder in die Mitte. Lasse die Arme sinken, hebe die Arme wieder an, Streckbeuge zur anderen Seite. Und dann drehe ich das Herz Richtung Sonne, die Wand muss weg oder ich weiter nach vorne. Ja? Wenn man die Umgebung nicht ändern kann, verändert man sich oder geht, wenn es geht. Dann in die Ebene zurück, Rotation lösen, bin wieder in der Seitbeuge, komme in die Mitte, lasse die Arme sinken. Ja? Sozusagen in eine Richtung rein, rückwärts, wieder raus. Probier es mal, bewegt. Wenn dir das zu viel ist mit den Armen hier oben, legst du die Hände auf die Hüften. Mal wieder erden. Und dann lass jetzt mal die Hände auf den Hüften.
Aber die hochstrecken. Und zurück. Noch einmal zu jeder Seite. Füße gut verankern lassen. Alles hier enden. Du stemmst dich in den Boden. Du verbindest dich. Ja? Materie zu Materie. Und stehen. Nachspüren. Dann bringst du die Füße zusammen. Mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme an. Ausatmen, bringst du das Gewicht auf den rechten Fuß, ziehst das linke Bein heran. Wechselst, einatmen, stellst du den Fuß hoch, nach hinten ab. Da sollte nichts rumliegen, was dich in deiner Bewegung stört. Gibst die Arme wieder an. Ausatmen, streckst du dich nach vorne, die Hände greifen hinter den Rücken, ziehst die Schultern weg von den Ohren. Einatmen, beugst du das vordere Knie wieder, richtest dich auf in der Stellung. Ausatmen, der Schritt nach vorne, Knie beugen, heranziehen. Einatmen, Fuß aufstellen, nach oben strecken, wir kommen in den Seitenwechsel. Auf dem linken Bein verankern, rechten Fuß, rechtes Knie anheben, an den Körper pressen, wie es geht, die Ausatmung. Und mit der Einatmung den Schritt wieder ein. Ausatmen, wechseln in die Flankenstreckhaltung, Arme nach hinten ziehen. Wer sich hier wohlfühlt, kann auch länger bleiben. Ne? Arme anheben, vorbeugen zum Bein, Hände Richtung Decke. Ein, zwei Atemzüge, wenn du möchtest. Wenn nicht, bleibst du hier in der Haltung, ein bisschen länger. Und dann mit der nächsten Einatmung für Krieger 1. In die Länge ziehen, die Füße drücken den Boden weg. Oberkörper strebt zum Himmel. Eine Verbindung, die Brücke zwischen Erde und Himmel. Ausatmet, vorne kommen, das gebeugte Bein an dich anziehen. Mit dir kuscheln und kuscheln vorbei. Einatmen, wieder strecken, öffnen. In die Welt und Seiten wechseln. Out. Ein. Aus und zwei, drei Atemzüge in die Position genießen. Mach im eigenen Rhythmus weiter. Mach noch einmal jede Seite.
Dann streckst du dich zum Abschluss nochmal. Kommst in den Stand. Spürst nach. Öffnest die Augen wieder. Falls das zu viel Hitze gebracht hat, nochmal was zum Ausschwingen. Elefantenstellung oder leichte Grätsche, Knie nach vorne. Jetzt locker auf einer Seite hängen und ihr erinnert euch vielleicht an Pendel. Ich bin jetzt auf dem rechten Arm, hänge ich über meinem rechten Bein, lasse den Kopf aufhängen, einfach locker. Die Beine haben die Kraft, ne? Die halten die Position, der Rest ruht sich irgendwie selbst aus. Und ich lasse meinen linken Arm schwingen. Pendeln, größere Kreise, kleinere Kreise. Ganz weiche Dehnung. Zug durchs Eigengewicht, Pendel wird kleiner. Rücken muss hoch genug sein, ne, dass die Hand unter den Boden schleift. Pendelt sich ein. Komm, einatmen nochmal in den Stand. Strecke den Rücken durch. Zehen und Knie zeigen eine Richtung, dann wechsle ich die Seite. Bei mir ist es jetzt die linke Seite, auf die ich mich hänge. Ja, und dann lasse ich den rechten Arm kreisen, pendeln. In die Richtung, in die ihr gehen will. Kopf locker. Linke Hand locker. Eigentlich alles locker, aber Stabilität in den Beinen. Wie Säulen. Ich probiere es mal mit einer anderen Richtung. Genieße diesen sanften Zug am rechten Schultergelenk. Ich habe bis in die rechte Seite des Rückens, Schulterblatt. Und lass das Pendel kleiner werden. Den Kreis kleiner. Strecke den Rücken, stelle mich wieder hin. Und komm in den Stand. Spüre nach. Schließlich öffne ich die Augen. Und bedanke mich bei dir. Du bedankst dich bei dir für deine Zeit, die du dir geschenkt hast. Namaste.